Hi Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Bertis Live. Wir machen heute weiter mit dem Spiel Kaiser 2, dem Reboot von 1994. Meine ich was? Und ja, ich habe wieder meinen wunderbaren Gast mit an der Seite, den Willi. Guten Abend. Ja, wir machen einfach mal weiter. Wir sind im Jahre 1405. Genau, benötigtes Korn. Ich habe 2, 2, 3, 6 Kohle haben wir. Ja, dann heißt das wohl erstmal Korn kaufen. 8000 sollten reichen. Da fehlen noch. So, zack, haben wir das. Land ist gerade sehr günstig, aber wir haben nur 2,8. Ne, machen wir erstmal weiter. Straßen war ja das Thema, ne? Genau, durch Gehöfte erhöht man übrigens seine Ernte. Nicht durch Land und auch nicht durch Kornmühlen. Durch Kornmühlen wird das, also so mehr Gehöfte hat, umso mehr Kornmühlen braucht man quasi, um das Korn, was man selbst hat, zu vermahlen. Dann erhöht sich es wirklich richtig gut. Also Gehöfte macht auf jeden Fall Sinn. 100, ja, machen wir mal, auch mal 33, das sollte passen. Jo, sehr gut. Ach ja, richtig, ich wollte ja Anleihen kaufen. Schon auf 104. Ja, machen wir halt mit hier. So. Ja, gehen wir dem Volk auch ruhig weit ab. Unser Volk bleibt ruhig, sehr gut, keiner verhungert, 47 Menschen wurden geboren, 31 sind gestorben, ja, 27 rein, 18 raus, das macht auf jeden Fall ein Plus von 0,482%. Gut, ich würde sagen, weiter und der Willi darf ran. Dann wollen wir mal schauen, was mein kleines Königreich sozusagen hat. Oh, die Staatskasse ist leider etwas geleert, aber trotzdem müssen wir Korn kaufen. 7000 werden wohl nötig sein. Etwas mehr. So. Tja, mehr kann ich hier erstmal nicht machen. Ja, kaufen wir noch 56 Straßen kann ich maximal haben. Ja, Straßen sind natürlich schon extrem wichtig, damit die Verbindung untereinander steht. Umso mehr an Kohle bekommt man tatsächlich auch. Ich bin wieder auf minus 649 gerutscht. Ich hoffe, das wird sich gleich wieder ändern. Steuern. Ist halt die Frage, machst du halt Industrie, also sprich, willst du es verarbeiten, musst du halt die Zölle höher stellen. Machst du einfach mehr Ernte, dann geben die Leute mehr aus, also musst du die Steuern erhöhen. So hab ich es jetzt irgendwie verstanden. Probieren wir es mal so, unser Volk ist leider immer noch unruhig. Ja, die wollen doch nicht ganz so, wie du willst. Das müssen wir leider so lassen, wie es ist. 3 Menschen sind verhungert. 45 wurden geboren. Auf jeden Fall ist ein Plus. 4% mehr. Ja. 22, ja gut. Ja. Ich habe immer noch ein unruhiges Volk. Na gut, okay. Aber ich bin wieder im Plus mit 3723 Talern. Ich übergebe dann wieder zurück. Gut. Oh, du hast Geburtstag. Oh nein, das kostet doch wieder Geld. Ich will niemanden du haben. Du bekommst Geschenke wahrscheinlich. Aber das wirst du erst in der nächsten Runde, glaube ich, erfahren. Jetzt sind wir dran. 5000 Taler haben wir. Korn 2, 3, 10, 8 brauchen wir. Also 8, 5 kaufen. Passt perfekt. Ja, Land müssen wir jetzt holen. Also 10 Hektar kosten 19 Taler. Das heißt 100 Hektar, 190 Taler. Das ist doch richtig. 1000 Taler, 1000 Hektar, 1900 Taler.
Dann möchte ich 1500 Hektar. Okay. Hier werde ich jetzt erstmal nichts machen, um jetzt die Staatsausgaben nicht zu krass ins Minus. Oh, passt sogar noch. 1,4. Aha, sehr gut. Ja, dann kann ich mir noch eine Anleihe holen. Sehr gut. Ja, wir lassen einfach alles so, solange unser Volk hier ruhig ist. Justiz bleibt bei 2. Sobald wir die jetzt umstellen, wird auch das Volk sofort darauf reagieren und sofort auf 5 runtergehen. Deswegen lasse ich einfach mal alles so, wie es jetzt ist. Das passt. Ja, Außenpolitik absolut unwichtig jetzt aktuell noch. Und die Rate sagt 6,26%. 65 geboren, 41 tot, 29 rein, 17 raus. Gut, passt. Willi, übernehmen Sie. Okay, dann wollen wir mal schauen. Leider hat mir mein schöner Geburtstag nichts gebracht, außer Doch, vielleicht Kohle, Geld. Kohle, Kohle. Klar. Gut, 11.000 werden gebraucht. So, das haben wir schon mal. Und jetzt haben wir noch jede Menge Kohle übrig. Natürlich werden wir dadurch Land kaufen, weil es gerade so schön günstig ist. Probieren wir es mal mit 2500 Hektar. So, weiter geht's. Hier werden wir noch 1, 2. 2 hatte ich in der letzten Runde, dann sind es jetzt 5. Und hier werden wir auch noch mal Die Kornmühle kostet. Da fehlt noch ein bisschen Kohle. vielleicht noch einen Marktplatz dazu. Nehmen wir noch 5 Straßen und ja, lassen wir das erstmal so. Aber ich bin auch im Plus geblieben mit 57 nach meinen Ausgaben. Das lassen wir so. Ja, das Immer Volk noch ist unruhig. immer Und noch vielleicht die unruhig. Steuern noch mal 1% runternehmen. Ja, Wer gut, weiß. probieren wir es mal aus. Nun, eine Steigerung von nur 1%. gut, niemand will bei mir wohnen. Auch egal. Und ich übergebe an den Jupp. So, mittlerweile Jahr 1407. Oh, mieses Wetter hier. Eieieiei. Korn kaufen. 11,5. Oh, das war ja schon knapp 10.000. 97. Das passt. Naja, wir geben jetzt mit Kohle mal auf, auch wenn Land gerade super günstig natürlich ist. Ich muss es fast kaufen. Ich glaube, es hängt auch, das Land, der Landpreis hängt, glaube ich, manchmal irgendwie mit diesem Wetter zusammen. Die Logik erschließt Also sich mir nicht ganz, aber okay. 500 nehme ich. Ich nehme 490 mit. Weiter. So, Gehöfte auf jeden Fall. Straßen auf jeden Fall. Geht nicht. Achso, ja, wie die Polizei wirkt sich, glaube ich, auch auf die Unruhe der oder auf die Stimmung des Volkes aus. Umso mehr Polizei da ist, umso sicherer fühlt sich das Volk auch. Na, Deswegen hervorragend. Dann kann man da ruhig einen mit reinnehmen. gut, dann mache ich aus meinem Staat einen Also, Polizeistaat. ja. So, ja gut, minus 100. Aber egal, trotzdem nehmen wir hier eine mit. Das bleibt. Au, nicht so viele dazu Auch nur eine gekommen. geringe Steigerung. Aber egal, das Volk bleibt ruhig und das ist das Wichtige. Ja, nächste Runde haben wir 5.100 Taler knapp und somit ist der Willi wieder dran. Gut, dann wollen wir unseren Polizeistaat. Ah, Franz Josef hat noch Geburtstag. Wahrscheinlich muss ich ihm ein Geschenk schicken. Das wäre ja was. Fände ich gut. So, wie sieht's aus? Wir haben 4.600 Taler. Aber super Wetter, also. 8.500 werde ich verkaufen müssen.
Oh, ein bisschen viel, aber egal. Kriegt das Volk. Wie gesagt, man kann hier leider irgendwie nicht einstellen oder ist es mir noch nicht so ersichtlich, wie viel Nahrung ich dem Volk zur Verfügung stellen möchte. So war es, wie gesagt, im ersten Teil. Gut, dann nehmen wir nur 500. So. Ja, also, wenn wir unbedingt unsere Unruhe wegbekommen wollen, dann 2, 3, 4, ja, 6. Oh, nach unseren Staatsausgaben sind wir noch etwas im Plus mit 224. Gar nicht schlecht, die letzte Runde hatten wir nur 57. Ja, tja, gut, kaufen wir einen von denen. 106 noch ausgeben. Gut, machen wir es so. Sind wir immer noch ein Plus. Das Volk bleibt leider unruhig. Es hilft auch entweder diese Propaganda, aber das kostet natürlich super viel, auch die Verfolgung der Opposition. Allerdings ist das noch teurer. Und auch deine restlichen Taler kannst du natürlich ans Volk abgeben. Ja, okay. Da kann ich leider nichts abgeben. Ich bin so arm. Vielleicht musst du die Steuern auch irgendwie mal ein, zwei Runden auf 15% versuchen zu setzen. Ich weiß es nicht. Aber hier, wow. Immer noch unruhig. Super. Aber eine 7%ige, ach, fast 8%ige Steigerung der Bevölkerung. Ja, das ist gut. Zwei sind verhungert. Auf die ist gepupt. So, weiter. Wir sind also dran. Nächste Runde. Wir schreiben das Jahr 1408. Ja. Es ist ein herrlicher Sonnenschein. Achso, es herrscht Sonnenschein, ja. Ein herrlicher Sonnenschein, habe ich gelesen. Und arg gefüllte Kasse. 3,8. Ja, aber der Landpreis ist schon gestiegen. Er ist schon über 20, weil das Wetter gut ist. Also ich warte lieber auf schlechtes Wetter, bis der Preis wieder unter 20 geht und dann nochmal zuschlagen. Oder erstmal das Land, was ich habe. Ich habe ja schon 16.000. Erstmal auch mal vollbomben. Aber man kann Land halt super benutzen als Investition, weil es halt über die Zeit immer teurer wird. Und wenn du dir irgendwie 5.000 bis 10.000 Hektar überlässt, was nicht bebaut ist, kannst du das auch wieder einfach zu einem super Preis verkaufen und hast dann auf einmal richtig Kohle. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Also Korn kaufen, 11 brauchen wir, 4.000 haben wir. Ja. Fehlt noch ein Tausender. Oh, das ist kein Problem. Okay, perfekt. Aber trotzdem, ja, ich nehme was mit. Wir machen mal 900 voll hier. Zack. So, jetzt können wir mal richtig Kohle ausgeben für auf jeden Fall mein Kornmühlchen. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. 1, 2, 3. Weiter. Gut, 1000 haben wir über. Herr Österreich kommt irgendwie anscheinend nur ganz schwer hinten raus mit. Ach, ich wollte doch Sozialausgaben machen. Na egal. Tja, zu spät. Oh, mein Volk ist zufrieden. Aber ich habe noch nicht mal 600 und bekomme nur 1,5%. Was ist da los? Tja. Es sterben noch unheimlich viele und dafür werden nur 7 mehr geboren. Und halt wegen, vor allem wegen schlechter Einwohnerpolitik, die ist doch super. Deswegen ist das Volk doch zufrieden, oder? Das ist doch irgendwie konträr zueinander. Es gibt immer Unzufriedene. Na gut. Ja, nächste Runde habe ich auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Willi, übernehmen Sie. Ich übernehme aktuelles Geschehen bei Franz Josef I. von Kärnten. Florierende Wirtschaft in einem Land abkassieren. Sie zahlen einige hundert Taler an diesen aus. Also von du jetzt an mich oder ich an dich oder wie ist das? Hier steht überall Franz Josef I. von Kärnten. Das hat nichts mit mir zu tun. Tja, verspekuliert. So, wir sind bei 5.358. Wir werden etwas Nahrung benötigen.
So, dann sind wir wieder da auf der sicheren Seite. Wir haben noch 4.600 gestiegener Oh, Landpreis. wir waren schon 24 jetzt der Landpreis bei dir. Ich meine, Dann lassen wir 500 das sind erstmal drin, so. Ich oder? muss das Geld erstmal für andere Dinge ausgeben, denn bei uns verfault das Korn. Wie gesagt, für die Ernte, damit man mehr Ernte bekommt, sind tatsächlich die Gehöfte zuständig. Sie stand in irgendeinem Tipp, den ich im Spiel hier gelesen habe. So, und dann noch mal fünf Straßen. Mal sehen, ob die Gendarmen was zu. Oh, minus 1479 nach meinen Ausgaben. Ja. Na gut. Kornmühlchen sind bislang der stärkste Faktor bei dir, oder? Wir haben immer noch ein unruhiges Volk. Tja, du musst die Steuern, glaube ich, runtersetzen. Sonst, also Steuern ist das, was als Volk irgendwie immer ruhig stimmt, oder? Also kann man lieber die Zölle auf 17% und die Steuern mal auf 10% oder so. Sonst kriegst man. Aber Wahnsinn, dass du die ganze Zeit Wir haben aber immer noch so ein viele Bevölkerungswachstum, ja. Neugeboren werden. 70, okay. 640 Einwohner. Dann bin ich wieder etwas im Plus und ich übergebe. Ich hoffe doch, du übergibst nur an mich und nicht auf dich selbst. Halt, Ey, was ist denn hier das ist los? meine Urkunde. Aufgrund hervorragender wirtschaftlicher Fortschritte im letzten Jahr wird Ihnen ein neuer Titel verliehen. Sie dürfen sich von nun an Baron nennen. Ja, gut, das ist sehr schön. Guck mal hier, Landpreis jetzt auf 19, wieder unter 20 gefallen. Wegen hier, Wetter, Landpreis geht sofort runter. Und Ernte natürlich auch, ist ja klar. Also das heißt, ich brauche jetzt schon 10, ja doch, 10.600. 650, da müsste passen. Jawohl. 4,6 über, ja, also kosten mir 1,938, das wird zu viel. Aber ein Tausender können wir kaufen, auf jeden Fall. Hier nehmen wir zwei Gehöfte mit. Und fünf Straßen. Perfekt. Punktlandung. Oh, Nassau ist auf 109 gesprungen. Okay. Ja, ich bin immerhin Baron. Ah, okay, das kann natürlich sein, dass dadurch, dass es tatsächlich angehoben wurde, ja, da muss ich jetzt dringend auf jeden Fall was kaufen. Weil wenn, sobald die Werte natürlich höher gehen, klar, ne, sondern so mehr eigene Anteile ich von deinem Land besitze und du ja auch weiterhin florierst, umso höher kann ich sie ja später verkaufen. Ist ja quasi wie eine Aktie, die ich gerade hier benutze, oder? Kann man das vergleichen? Das kann man wahrscheinlich so sehen, ja. Okay, ja, ich werde hier nichts ändern. Leider ein bisschen im Minus, aber die Leute sind zufrieden. Also, eigentlich müsste ich hier ein gutes Plus kriegen. Oh, so gut wie Hä? keine Steigerung. Aber warum? Tja, bei dir sterben immer noch allzu viele Leute. 50 Menschen sind bei dir eines natürlichen Todes gestorben. Sehr viele alte Leute bei dir. Tja, das verstehe ich aber irgendwie nicht. Aber gut, solange sie zufrieden sind, machen wir auf jeden Fall Kohle. Vielleicht muss ich auch die Wirtschaft ein bisschen weiter ankurbeln. Ich habe halt jetzt sehr viel nur in. Ein großes Feuer, oh nein! Vernichtet auch ihre Scheune, in der die Vorräte gelagert waren. Sie verlieren einige Taler und die Hälfte ihres Vorrats am Korn. Na, dankeschön. Er wird Baron und ich kriege hier einen Feuerbrand oder was? Na, danke. Na, bitte, Herr Baron, übernehmen Sie. Ja, Baron Wilhelm von Oranje von Nassau. So, wir haben ja nicht allzu viel Geld. 10.000 Korn brauchst du schon mal. Dann Mehr müssen sogar. wir was. 10.100. Machen wir das so, dann passt das genau 100%. Punktlandung. So, Land, Ja, Land ist nein. natürlich, ja, jetzt ist das Land natürlich Sehr so, teuer. aber auch jetzt im Verkauf natürlich hoch. Das heißt, da du noch gar nicht das ganze Land bebaut hast, macht es vielleicht jetzt sogar Sinn, irgendwie 1.000 Hektar einmal zu verkaufen und kriegst halt direkt Kohle, ne? Wie sieht denn mein viereckiges Land aus? Ja. Eine Burg und eine winzig kleine Straße an der Burg. Gut. Und unsere Einwohner. Genug grün gesehen.
Gut, weiter geht's. Wir sind ein wenig Oh, schon mit wieder im Minus. minus 866, Nach wie aber vor die Kornmühlen egal. der größte Faktor, ne, bei dir. Die werden aber gebraucht. So, das lassen wir. Unser Volk ist immer noch unruhig. Ja, du machst halt keinen Plus und ich würd mal probieren, tatsächlich die Steuern irgendwie auf 10% und die Zölle auf 17 oder so. Also die Steuern halt echt runterkriegen und die, ja. Ja, mit irgendwas muss ja Kohle machen, ne? Also. Gut, dann probieren wir es mal so aus, mal sehen, was bei rauskommt. Die Justiz lassen wir so und dann wollen wir mal schauen. So, hier können wir nichts weiter machen. Ich habe eine Steigerung von knapp 3% an Bevölkerung. 270 wurden geboren, 61 sind eines natürlichen Todes gestorben, etwas mehr als in der letzten Runde vom Jupp. Aber ich bin jetzt wieder im Plus mit 4544 und der Jupp darf weitermachen. Okay, wir schreiben das Jahr 1410. Schon wieder schlechtes Wetter. Okay, jetzt brauchen wir glatte 10.000, das passt perfekt. Jawohl. Ja, Tja. ich nehme 500 Land mit. Jetzt müssten nehmen wir mal 200 Land. Damit wir ein bisschen Kohle überhaben. Ja, ich muss gucken. Wir haben ja die Sozialausgaben gleich. Meine waren eben schon, glaube ich, bei 2,4 oder so. Ja, es sind noch 528 übrig. Ja, das passt doch. Das reicht auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder auf 108 hier. Ja, also kaufen, Mann. 5 Stück. Danke. Ich bleib dabei. Vielleicht. Also wenn das Volk zufrieden ist, geht es ja auch viel einkaufen, oder? Also gibt es hier so eine Rechnung? Kann man diese marktwirtschaftliche Analyse auf dieses Spiel übertragen? Das kann ich nicht beantworten. Okay, Ich also weiß ich probiere nicht. jetzt einfach mal die Steuern mal hochzusetzen. Mal gucken, was dabei passiert. Das bleibt. Jetzt. Hä? Jetzt habe ich sogar einen echten Oha! Minus? Nun ja, bei dir war ja. 45 tot, 39 gestorben. Also hier haben wir einen Unterschied von 6. Die sind gekommen, 24 sind gegangen. Bleiben 6, die da bleiben, ne? Aber hier, 55 tot und 39 nur geboren. Tja. Wie ändert sich denn dieses Verhältnis jetzt hier? Gebe ich denen zu viel zu mampfen? Werden die dadurch. Wahrscheinlich zu fett. Aber Geld hast du doch genug Ja, da. klar, weil man sieht ja, durch die Steuern, also ich könnte die Zölle sogar runtersetzen, weil das ist nur der dritthöchste Posten, um Volk weiter zufrieden zu halten und die Steuern lieber noch mehr hochsetzen, weil ich dadurch einfach mein Geld mache, ne? Aber klar, und hier Kornmühlen 1300. Bei dir hat man sehr gesehen, ist alles sehr verteilt. Ich habe hier in verschiedenen Bereichen meine Kohle. Auch die Justiz steht ja mir mehr auf 2. Wenn ich auf 3 oder 4 hätte. Und dafür aber die Steuern sehr niedrig sind, machst du halt dadurch die Kohle. Also es macht Sinn, durch den Einkauf von entweder Kornmühle oder Marktplatz. Ich weiß halt nicht. Aber okay, probierst du einfach mal weiter. It's your Der turn. Herr Baron ist wieder dran. Wir werden 10.200 wahrscheinlich benötigen. So, dann sind es genau 100%. Das Land ist relativ teuer. Kornpreis war auch relativ hoch. Gut, müssen wir erstmal so weitermachen. So, das lassen wir. Oh ja, die Ausgaben sind schlimm. Wir sind bei minus 825. Da können wir leider nicht viel machen. Die Steuern müssen dringend wieder nach oben. Das hat so gut wie keine Auswirkung hier. Es ändert sich nichts. Tja, dann die Justiz runterstellen. Auf 1. Auch sehr fair. Vielleicht ist das. Wir werden es Ich ausprobieren, meine, du bist halt schauen. schon der Baron. Warum werde ich eigentlich kein Baron? Muss ich irgendwie. Ah, guck mal hier. Auch. Einen Boah. stärkeren Hier auf Abfall. einmal. Boah. 74 Leute. Erst einmal über 10%. Oh. All die alten. Die haben gesessen.
Aber ich bin wieder etwas im Plus. Gut. Aber jetzt sieht man eindeutig, dass die Kornmühlen hier am meisten Geld Ja, machen. genau, bei dir sind halt die Kornmühlen. Ah, super Wetter, Landpreis geht wieder hoch. Wir brauchen nur 6, ja, 7.000, ne? 7.300, glaube ich sogar. Ah, 59. Na gut, 60 drauf. Ach so, 100. Okay, 100. Ja, perfekt. Gut, das lassen wir mal stehen hier. Wir haben genug Land zum Bebauen. Ja, ich möchte eigentlich noch mehr Gehöfte. Noch mehr Straßen. Und dann müsste es passen. Jawohl, 2, 4. Ja, Saatgut sieht man, geht auf die Gehöfte. Also mehr Gehöfte hast, umso mehr Ernte kannst du halt produzieren und fürs Volk herstellen. Und die Mühlen und die Märkte verarbeiten das quasi einfach nur und vermarkten es dann natürlich. Ne? Und die Straßen sind halt sehr wichtig dafür, dass auch die Händler untereinander sich schnell. Dadurch steigt der Gesamt. Also eigentlich sind die Straßen fast das Wichtigste. Sie sollten fast immer irgendwie so hoch wie möglich gehalten werden, damit die so schnell wie möglich auch die Waren hin und her transportieren können. Das generiert mehr Kohle. So, hier haben wir noch welche. Oh, guck mal hier. Österreich ist jetzt auch schon auf 109 und wir sind gesunken auf 108. Du warst doch eben auch schon auf 109. Irgendwie, Naja, oder? wir haben Bevölkerung verloren. Also, jetzt ich werde auch langsam mal in Österreich investieren hier. Und den Rest geben wir ab. Volk bleibt zufrieden. Wir wandern auf die 600 Einwohner, Grenze zu. Oder, naja, an der Grenze sind wir schon, aber trotz alledem. Nur, hier sind es wieder 6 und hier einer, also 7. Tja. Naja. Okay. Willi, it's your turn. The stage is yours. So, dann wollen wir mal schauen. Wir sind. Oh, der Herr Franz Josef, der Erste von Kärnten, hat Geburtstag schon wieder. Ja, man, Entschuldigung, man hat einmal im Jahr Geburtstag. Ja, genau, Und was muss ich kriege ja ich nicht jetzt immer. dafür hier? Musst du nicht auch mal langsam was löhnen oder so? Nein, wo kommen wir da hin? So, hier brauchen wir 10.000. Ah, da fehlt noch was. So, dann haben wir das schon mal. Das Land ist relativ teuer, obwohl schlechtes Wetter ist. Wir haben nur eine Ernte von Oh, das stimmt. 2666. Ist ja aber erstaunlich. Bislang hat sich der Landpreis fast immer nur mit irgendwie ans Wetter gerichtet, hatte ich das Gefühl. Machen wir die 60 voll. Und hier auch. So. Oh, wir sind bei minus 1635 bei den Ausgaben. Was haut denn hier so extrem rein? Ja, die Gendarmerie. Die Straßen. Ja, gut, okay. Hier weiter. Tja, also, das Volk ist immer noch unruhig. Es hat scheinbar überhaupt keine Auswirkungen, wohin ich die Steuern oder Zölle mache. Was ist denn, wenn du mal eine Runde ganz runterdrehst? Einfach mal alles irgendwie nur auf 5% oder so. Jetzt nur Dann mal bin ich erst zum. recht pleite und Ja, das gut, deswegen werde lass mal. ich nicht machen. Nicht 0, lass mal auf 5. Nur mal aus Gag. Oder 7. 7, wie bei hier. Wie war das? Alle außer Prozent, Ja, außer Tiernahrung. du kannst. 7%, alles Ja, außer. richtig. Das kannst du gerne in deinem eigenen Land Nein, ausprobieren. Ich. mein Volk ist zufrieden mit meinen 19% Steuern, 20% Steuern, 19% Ja, Zölle. das mag alles sein, ich mache das nicht. Ich weiß nicht, was bei dir da los ist, aber. So, 6% Einwohnersteigerung bei Wahnsinn. 680. Wahnsinn. Oh, und die Stimmung im Volk ist auf Aha, normal guck gegangen. mal, was habe ich gesagt? Ich habe die Steuern ja auf 20% hochgemacht. Nur es sind jetzt zwei Runden die Justiz auf sehr fair Ah, das ist gewesen. dann war. Ja, hatte ich ja auch schon vorgeschlagen, aber okay. Und in der nächsten Runde besitzen wir 3.700. Ah. Ja, gut.
Was hast du denn wieder hier? Durch eine großflächig angelegte Aktion ihrer Gendarmerie konnten sie eine Gruppe von führenden Oppositionellen festnehmen. Ja, die Besitztümer derselben fallen dem Staat zu und sie gewinnen Tausende von Talern. Ja, so gefällt mir das doch. Nicht zu glauben, Freunde. Ja, aber du bist ja nicht schlechter gestellt. Na, das heißt ja nichts. Ich habe mir da auch meinen Gewinn hier ordentlich erwirtschaftet. Du hängst ja da ständig mit deinen Leuten hier irgendwo im Miese. Und meine Leute sind jetzt super zufrieden und ich bin immer nur noch hier der Bauerherr Franz Josef I. Ich müsste ja schon lange mindestens mal Landgraf oder sowas sein. Ja, wieso? Bist du auch Anhänger der schwarzen Null oder was? Na, mal Minimum. Naja, gut, okay. So, Landpreis 19%, was heißt das für uns? Auf jeden Fall mal mindestens 1,8. Jetzt haben wir schon 20.000 Hektar, sehr gut. Ja, das heißt auf jeden Fall, wir machen weiter mit den Gehöfte. Ich brauche nicht jetzt auf die Kornmüllmarktplätze, wir machen die Kohle mit den Gehöften und den Straßen. Noch ein. Und hier machen wir, da haben wir 3.000, das müsste reichen, jawohl. 110 jetzt schon der Österreicher, der geht ja richtig ab hier, also dann kaufen wir bei dem ein. Nassau lässt ja ganz schön nach, aber ich eigentlich irgendwie noch mehr, ne? Komischerweise. Ja, das würde ich auch so sehen. Tja, 22 kriegt das Volk, mehr geht nicht. Wir haben die 600er Grenze überschritten, aber nur, ich meine, wir steigen wieder, ne? Aber 3%, nur 2,68. Nun, du startest in der nächsten Runde mit 7.010 Taler, dann mache ich jetzt noch eine Runde. Aha, 12.551 Taler. Gut, wir werden... Ja, nee, ist klar, 12,5. Da kannst du ja erstmal Volk mit Korn zuschmeißen. Ja. Bisse abkratzen quasi. Und Land, ja. Das heißt, jetzt 1000 kosten 2000, 4000, 8000. Na, ist klar. Genau, ich muss ja aufholen. Mhm. Nur 4 verfaultes Korn. Die Ernte ist auch noch ein bisschen schwach. Zinsen, naja, gut, okay. So, hier machen wir erstmal nichts. Ah, wir sind minimal im Minus, aber noch akzeptabel. Minus 142. Hier werden wir erstmal auch nichts machen. Das bleibt so. Ich würde es so lassen. Das heißt, es ruckzuck das Volk wieder was war 4? Unruhig und wird. Gut, dann lassen wir das so. Es ist immer noch nur. Ja, jetzt ist es schon auf 5. Na, also immer noch auf 5. Minimaler Bevölkerungswachstum, aber okay. Ist noch in Ordnung. Was sagen die Statistiken? Ihr Volk. Ja, bis auf den kleinen Einbruch im Jahre 10. Okay, gut, alles klar. Nächste Runde habe ich dann 5600. Nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich erstmal mit dem Jupp zusammen zum nächsten Mal. Wir haben unsere Zeit voll. Ja, danke Willi an dich. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielleicht auch einen Kommentar oder sogar ein Abo für uns zwei. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Jupp und euer Willi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.